Die Buxtehuder freuen sich über einen neuen Schwimmsteg. Hier können Fußgänger direkt über das Flüsschen Este laufen. Sie könnten hier unter der Brücke durch und auf der anderen Seite wieder heraus. Wenn es denn hier nicht etwas eng wäre für Passanten. Für Passanten ist das gar nicht möglich, denn müssten die hier durchrobben, ne? Ja, robben geht gerade, bei einer Höhe von 85 cm. Weil so ein Schwimmsteg hier auf dem Wasser schwimmt, geht er auch bei Hochwasser hoch. Zweimal am Tag. Und deshalb ist der 70.000 Euro teure Schwimmsteg mehrere Stunden am Tag leider nicht zu benutzen. Ich bin der Meinung, dass die Planer dieses Steges hier vergessen haben, dass wir hier in Buxtehude Ebbe und Flut haben. Und das ist eine Differenz von 2,20 Meter. Ach, vergessen, vergessen. Die Natur in Kauf nehmen. So heißt das beim Bürgermeister in Buxtehude. Wir nehmen die partielle Nichtbenutzbarkeit in Kauf. Ähnlich wie man in Kauf zu nehmen hat, dass man während der Flut das Wattenmeer nicht betreten sollte. Blöd ist nur, dass die Stadt auch noch das Geländer vergessen hat. Der Schwimmsteg ist gefährlich, weil wenn jetzt zum Beispiel Kinder hier spielen würden, die fallen doch ruckzuck ins Wasser ohne Geländer. Ja, aber was passiert mit dem Geländer bei Hochwasser? Bei jeder Flut würde das Geländer zerquetscht werden. Und das klingt jetzt selbst für den Bürgermeister nach ein paar Problemen. Ein paar Probleme, das wäre noch eine vorsichtige Formulierung. Ich darf das wiederholen. Die Ausführung ist eine sehr mangelhafte, eine sehr fehlerhafte. Aber der Schwimmsteg ist ja nicht nur für Fußgänger da, sondern soll auch als Bootsanleger dienen. Nur gibt's da auch ein Problem. Das Problem an dem Steg ist, dass er für Kajak- und Kanufahrer zu hoch ist. Und die weiter unten angebrachten Bretter sind zu kurz, um daran vernünftig aussteigen zu können. Ja, das scheint tatsächlich etwas schwierig zu sein. Und deshalb hat die Stadt den Schwimmsteg gesperrt. Er ist gesperrt, korrekt würde die Formulierung lauten. Er ist, nachdem er konstruiert worden ist, noch nicht freigegeben. Er war nie in Benutzung. Korrekt formuliert prüft die Stadt nun, ob sie den 70.000 Euro teuren Schwimmsteg wieder abreißt. Die ganze Republik lacht über diesen Steg. Aber das ist doch auch was. Buxtehude hat ein neues Wahrzeichen. Ein Schwimmsteg zum Lachen.